Ja, guten Morgen, Sigi Poppel im neuen Video. Gerade habe ich noch im Bett gelegen und da hat mich der Herr Postbote oder der DHL-Fahrer oder wie auch immer geweckt und mir ein kleines Paketchen gebracht. Und wenn ihr wissen wollt, was für eins, bleibt da dran. Ja, ich habe ja vor einer Weile bei der Challenge von Danger Freak mitgemacht. Da ging es darum, man soll seinen Lieblings-Lost Place zeigen, beziehungsweise ein idyllisches Plätzchen. Und ich bin ja dann auf den Monte Cervellino hoch und habe dort in die Nacht hinein gefilmt. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier nochmal gucken. Hier ist das Video nochmal eingeblendet und ein Link dazu. Jo, und dann gab es da die Challenge, es war 555 Abonnenten-Challenge vom DF. Und jetzt am Wochenende oder vorm Wochenende war dann die Auslosung. Und der DF hat sich wirklich richtig, richtig Mühe gemacht. Er hat sie nicht einfach irgendwie nur auf gelost und Zettelchen gemacht, sondern er hat kleine Bötchen gebaut aus, ich denke mal, es war ein Stöckchen, Stroh, irgendwie sowas. Und er hat die ganzen Teilnehmer Rennen fahren lassen in einem kleinen Bächlein. Und ja, ich hatte Glück und war quasi schon gleich beim ersten Rennen mit dabei und bin da in der Vorausscheidung schon als erstes ins Ziel gefahren mit ein bisschen Glück. Und dann im Finale sozusagen, um die drei Gewinner auszulosen, habe ich dann gegen Brühl auch nochmal gewonnen mit, ja, Glück. Ein bisschen, würde ich sagen, Talent war sicherlich auch dabei. Nein, aber ja, voll geil. Erstmal Glückwunsch an die anderen Gewinner und an die Verlierer, nicht traurig sein. Aber ich muss eins sagen, DF, es war einfach eine obergeile Verlosung. Ich habe noch nicht so was Dickes, Geiles, Fettes gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war hier echt am Rechner gehockt und war völlig, ja, oh, geil und so. Mich voll gefreut und war voll spannend und es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Was ich dann im Nachhinein mitbekommen habe, ist, dass dein Video schon echt viele Dislikes hat. Und ich muss echt gestehen, YouTube ist manchmal echt sehr, sehr merkwürdig. Und ich verstehe die Leute nicht, die bei so einem coolen Video dann Daumen runter geben. Also tut mir echt leid, aber sei nicht traurig, lass dich davon nicht beeinflussen und ich würde mich freuen, wenn es dann, keine Ahnung, 1111 Abonnenten sind und du machst wieder so eine geile Challenge. Bleib dran, das ja, ist es nicht wert, sich von solchen Idioten irgendwie beeinflussen zu lassen. Gut, genug geschwafelt, das Video geht eigentlich hier rum. Ich weiß nämlich gar nicht, was ich gewonnen habe. Es wurde nie erwähnt, also du hast das ziemlich geheimnisvoll gemacht. Und dann gucken wir jetzt einfach rein, würde ich sagen. Wo ist hier der Eingang? Ich bin echt total gespannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass es irgendwie, wie hast du gesagt, Dinge sind, die man zum Buschcraften oder sowas benötigt. Das kann natürlich alles sein. Ich glaube, das war's schon. Übrigens hier mein neues Mora Bushcraft Black. Danke an Hoi Brain und Kafalke. Auch geil. Auch danke an Andy. Okay. Also, was erwartet uns? Zuerst haben wir mal ein paar Lightsticks. Von Miltech, so Knicklichter zum Beleuchten, das ist immer cool. Oh, wow, geil, ich sehe schon, wie es weitergeht. Also hier, drei Lightsticks, sehr gut. Hey, geil. Dann Track and Eat Kekse, die, ja, früher bei der Bundeswehr hießen sie, waren es ja die Panzerplatten, ne? Die Kekse, davon zwei Stück, sehr geil. Ich glaube, dass die mittlerweile etwas besser sind wie die von der Bundeswehr, die konnte man ja nicht wirklich essen. Okay, was ist das? Geil, das ist ja hart, das ist ja cool. Das ist ein Kocher, so ein, ich schätze mal, so ein Gelkocher oder sowas. Ich kann es noch nicht richtig lesen, weil da die Halterung von dem Ding. Aber hier ist ein Streichhölzer.
Und das ist wahrscheinlich dann der Ständer für diese Dose hier. Und ich schätze mal, das ist so ein, ja, man hört nichts, es ist so ein Gelbrenner. Das ist cool. Sowas habe ich noch nicht. Das ist richtig, richtig geil. Cool. Oh yeah. Signalpfeife. Gleich mal reinpfeifen. Oh, da ist sogar ein kleiner Kompass noch dran. Das ist sehr gut. Wo ist Norden? Gucken, ob es stimmt. Ich weiß, wo hier ungefähr Norden ist. Ah, ja. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen dehnen. Ja. Hey, cool, sehr geil. Ja, und dann haben wir noch was drin. Das sieht von beidem auch schon sehr geil aus. Mal erstmal das hier wieder einpacken. Aber ich muss jetzt schon sagen, mein lieber Mann, hier Danger Freak, da hast du dich nicht lumpen lassen. Ein Magnesium Fire Starter, also so ein Magnesium Block, wo man dann Entschuldigung, die Späne abkratzt und dann damit Feuer machen kann. Stehe ich jedes Mal, wenn ich es im Laden irgendwo wieder vor und denke mir, ah, ich könnte es mir mal ausprobieren und so, aber ich habe es nie mitgenommen. Geil, sehr geil. Also wirklich, muss ich sagen, danke, danke, danke. Tolles Paketchen. Ich zeig's nochmal. Also, wo man es sehen kann. Hier die Kekse. Dann dieses hammergeile Gelbrennerchen, Notbrenner. Was kann ich, kann man den dann mehrmals nutzen? Ist das dann nach dem einmal, ist das dann aufgebraucht? Kann man das löschen? Ja, da muss ich mal die Beschreibung lesen. Dann die coolen Knicklichter. Sehr geil. Und die Pfeife und der Magnesiumblock. Also wirklich Respekt. Also freut mich total. Geile, geile Geschenke. Beziehungsweise geile Preise. Wow. Ja, DF. Also, was soll ich sagen? Ich bin echt überwältigt. Mit so viel habe ich gar nicht gerechnet. Das ist richtig gut. Vielen Dank nochmal für die Challenge. Ja, damit werde ich viel Spaß haben. Die werde ich mir schmecken lassen. Da werde ich mal irgendwas kochen. Da würde ich auch gleich ein Video davon machen. Super. Geil. Danke. Ja, an alle anderen. Macht mit bei solchen Challenges. Es macht einfach Fun. Es macht einfach Spaß. Und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr auch was. Und mehr kann ich nicht sagen. Ja, halte die Ohren steif, Sigi Pop hier. Da oben. Abonnieren klicken. Sehen wir uns in neuen Videos. Bis bald, ciao.